Schönen guten Morgen miteinander. Nein, es funktioniert, glaube ich. Hört ihr mich? Ja, das müsste gehen. Ja. Hat gestern auch funktioniert. Ja. ich bin Emanuel von INI7. Wir sind ein Internet-Service-Provider aus der Schweiz und seit 1. Januar diesen Jahres sind wir auch in Deutschland mit einer Tochter. Danke. Ansässig, genau. Ich möchte zwei, drei Preambles vorausschicken. Es ist mir ein Anliegen, dass ihr wisst, was euch die nächsten ungefähr 40 Minuten erwartet. Ich bin ein kommerzieller Mensch. Die Slides sind von meinem Kompagnon, von meinem Kollegen Freddy Künzler. Er ist so wie ihr, ein Techniker, Vollblut. Ich war vor 8 Jahren mal Cisco Certified Design Professional. Ich habe alles vergessen, auch wegen meiner Haarfarbe. Ich bin blond. Ich möchte es darum relativ offen gestalten. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen, versuche ich sie mal mindestens entgegenzunehmen. Ich versuche sie auch zu beantworten und sonst hat es Mikros und irgendjemand von euch weiß dann sicher eine passende Antwort. Ich kann es aber nicht kontrollieren. Ich bin also nicht euer Lehrer. Einen Teil kann ich als mehr oder weniger frei präsentieren und auch darstellen und einen Teil muss ich also tatsächlich ablesen. Danke vielmals dafür. Wie gesagt, ich möchte es offen gestalten, wenn irgendwas auftaucht, wenn ihr Fragen habt, Bemerkungen und so weiter, schreit einfach drauf los, es soll eine Community sein, ich bin ein Community-Mensch. Und aus der Community wird dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die passende Antwort kommen. Ich möchte über BGP Traffic Engineering sprechen. Wie machen wir aus einem sonst schon eher vollen Link noch mehr voll, ohne dass der Benutzer starke Einschränkungen erlebt? INI7 ist ein jetzt dann gleich 12-jähriger Internet-Service-Provider, wie gesagt, mit Sitz in der Schweiz. Wir gehören uns selber, das heißt, wir haben keine irgendwelche Banken, die uns Geld geben, obwohl wir Schweizer sind. Wir haben keine... wir sind eine Bank, danke schön. Ja. Wir haben keine Fremdkapital bei uns, keine Schulden, kein Venture Capital. Wir gehören nicht irgendeinem großen globalen oder so. Wir haben das, was wir heute sind und darstellen, selber aufgebaut. Sind entsprechend auch flexibel. Wie heißt das so schön auf Deutsch? Wir können tun und lassen, was wir wollen und das machen wir auch. Genau. Wir haben einen eigenen Dual-Stack, IPv4, IPv6 Backbone. Der geht so ungefähr, sage ich mal, so Madrid circa bis ungefähr Stockholm und Warschau. Das ist der östlichste Punkt bis Los Angeles, also so, sage ich mal, Westeuropa und Nordamerika. Wir sind dann annähernd 30 Internet Exchange angeschlossen, zum Teil remote, zum Teil direkt mit eigenem Equipment da und peeren, was das Zeugs hält. Wer gestern da war, hat es ein bisschen miterlebt, dass wir sogenannte Peering Sluts sind. Wir haben an die 1000 Kunden respektive entsprechend halt dann BGP Sessions. Genau. Das wäre mein Gebiet. Es wurde mir leider nicht erlaubt, euch irgendwelche Marketingzahlen vorzustellen, darum ist das einfach ein leeres Leid. Die folgenden ungefähr 280 PowerPoint-Slides handeln davon, was wir erlebt haben die letzten 12 Jahre mit diesem lustigen BGP-Protokoll, ich habe das auch mal gelernt, ich kann es also buchstabieren, ich glaube es heißt Border Gateway Protocol Version 4 und basiert auf unseren Erfahrungen, wenn ihr also das übernehmt, zum Teil oder ganz, dann freuen wir uns natürlich, ist auch kein Copyright drauf, wenn ihr dann aber eure Router kaputt macht, geht bitte nicht zum Anwalt. Das ist das, wie wir es erlebt haben, so haben wir es erfahren. Das sind unsere Erfahrungen, die möchten wir oder die möchte ich euch einfach mitteilen, so gut ich es kann.
Wenn man über BGP Traffic Engineering oder Traffic Management spricht, unterscheidet man zwischen zwei Richtungen. Das ist erstmal der Traffic, der zu meinem Netz kommt, Inbound Traffic, und der Traffic, der von meinem Netzwerk, von meinem OS Richtung Welt geht. Wir in IT7 nutzen zwei total unterschiedliche Feature-Sets oder unterschiedliche Verfahren, um diesen Traffic-Flow aus unserem Netz und in unser Netz entsprechend zu steuern und zu beeinflussen. Selbstverständlich hat das Feature-Set oder die Art und Weise, wie ihr euer Netzwerk-Traffic Zufluss respektive Wegfluss beeinflusst, damit zu tun, ob ihr eher viele Augen habt, also viel Inbound-Traffic, wenig Outbound-Traffic, ob ihr ein Balanced-Verhalten habt oder ob ihr Content habt wie Limelight, YouTube, Google und wie sie alle heißen. Wir, also unser Backbone, du, ne, du hast ja gar kein eigenes Netz, Akamai. Genau. Aber er kann auch was dazu sagen, hat er gestern auch schon gemacht. Akamai auch. Das kommt halt sehr darauf an. Unser Netzwerk ist ungefähr 2,3:1 contentlastig. Wir schrauben also eher auf der Aufbauseite, wie wir unseren Traffic möglichst günstig loswerden, als das, was zu uns reinkommt. Der Peering Coordinator, das ist derjenige, der mir jetzt halt genau das eingebrockt hat, warum dass ich jetzt hier stehe. Seine Frau ist in Norwegen und gibt Schule und er ist daheim und schaut den Kindern. Das ist Freddy Krönzler. Er wird mich umbringen, das ist okay für mich. Der Peering Coordinator hat sehr viele Aufgaben zu erfüllen. Und da ist dieses Bild, diese eierlegende Wollmilchsau, ich nehme an, das ist auch ein Sprichwort, das in Deutschland üblich ist, die eierlegende Wollmilchsau soll darstellen, was der Peering-Koordinator alles machen muss. Der Peering-Koordinator, sein Job, hat sehr viele Facetten. Ich denke, das, was ihm das Leben am schwersten macht, ist, dass er kein Geld bekommt von seinem Financer, von seinem kommerziellen Chef, weil der Chef natürlich der Meinung ist, dass man immer mehr aus einem Netzwerk rauspressen kann, ohne mehr Euros, Dollars oder ganz aktuell auch Schweizer Franken zu investieren. Zwei Quotes, eine Quote ist hier, sitzt irgendwo da drüben, hat uns gesagt, ich habe ungefähr 200 Gigabit Traffic Peak zu verbrennen, von meinem Netzwerk zur Welt und ich habe dafür 100.000 Euro zur Verfügung im Monat. Das heißt, wir reden, wenn dieser Kunde dieses Netzwerk rein nur Transit kaufen würde, reden wir von 50 Euro Cent pro Megabit, was nicht besonders viel ist. Also muss der peeren und setzt uns als einer seiner Lieferanten entsprechend auch finanziell unter Druck. Wir lieben das, wir Schweizer. Ein Peering-Koordinator von, warst du das, Edwin? Ich weiß gar nicht, hast du das gesagt? Ein Peering-Koordinator von einem europäischen Incumbent hat gesagt, es gibt immer mehr Bandbreite zu verarbeiten in ihrem Netzwerk, als Geld da ist. Dann der technische Aspekt, den der Peering-Koordinator im Griff haben muss, ist natürlich dieses Border Gateway Protocol Version 4. Das muss er lernen, damit muss er sich auseinandersetzen. Da muss er, je nach Größe des Netzwerks auch, muss er seinen Staff entsprechend ausbilden, seine Techniker, dass die halt BGP buchstabieren können. Wir haben die Erfahrung gemacht bei einem Schweizer Mitbewerber, der hat strategisch entschieden, sein BGP-Konfigurationsrouting und so weiter Gehabe einer externen Consulting-Firma zu vergeben. Es war unseres Erachtens keine weise Entscheidung. Er hat irgendwelche teuer bezahlte 250 Euro pro Stunde Engineers da kommen lassen, um seine Cisco-Router zu konfigurieren
und sie haben eigentlich alles kaputt gemacht. Wir haben es dann wieder geflickt. Genau, das ist natürlich ein Einzelfall, das gilt nicht für alle. Selbstverständlich ist jemand, der sich CCIE schimpft, sehr gut ausgebildet und hat theoretisch mal mindestens sehr große Ahnung. Und ich war bei Cisco, also ist ziemlich neutral. Das lieben wir ja auch, wir Schweizer. Dann der Social Aspect, genau, wir reisen, dass uns der Arsch abfällt. Irgendwo auf der ganzen Welt, halt da, wo unser Netzwerk ist, Peering, das wisst ihr selber, die alle peeren, hier drin wisst ihr selber, das ist ein Social Business, man kennt sich nicht und entsprechend gibt es Peering oder nicht. Es hat auch sehr viel mit Bier zu tun, dass wir gestern Abend von D6 gesponsert bekommen haben. Danke vielmals nochmals, ist mir immer noch ein bisschen schlecht. ja, genau so. Unterkannt. Und entsprechend sind die Peering-Koordinator am Reisen. Man trifft immer dieselben. Ich bin selber viel gereist für INIT7 die letzten 3 Jahre. Es sind ungefähr 1500 Leute, die man halt einfach kennen muss, damit man ein vernünftig gepeertes Netzwerk aufbauen kann in Europa und Nordamerika. Und dann kommen bestimmt noch ungefähr 12.000 Chinesen dazu. Ja? Die man dann auch noch kennen muss, wenn man in Asien unterwegs ist. Soweit sind wir noch nicht. Der Peering-Koordinator leidet unter Jetlag. Er hat Junkfood, den er zu sich nimmt, irgendwelche ganz schlimmen Klitschen-Hotels mit 2 Sternen, wobei einer schon runtergefallen ist. Er ist weg von seiner Familie. Das ist, denke ich, auch für viele von euch das, was am meisten wehtut oder wehtun würde. Er säuft sich die Leber krank, schläft nicht genug, schaut mich an. Und natürlich stapelt sich die Arbeit im Büro, im Office daheim. Wenn er dann zurückkommt, ist sein Chef da und sagt, ja, gibst mein ganzes Geld aus, bist dauernd am Rumsaufen und schaffen tust du auch nichts. Genau, but it's fun too. Die Qualität der Peering-Koordinator ist verantwortlich, dass sein AS, sein Netzwerk, ziemlich viele Bedingungen erfüllt, ohne dass ein Paket verloren geht, ohne dass ein Link voll ist, sodass immer alles ab ist, 7x24, 99,99999% Verfügbarkeit und so weiter, nirgends irgendwo was ansteht, auch Peerings von anderen Netzwerken haben zu funktionieren, obwohl der Peering-Koordinator vom Mitbewerbernetzwerk gegen mich ist und mich nicht mag. Vielleicht habe ich ihm die Freundin weggenommen. Und entsprechend ist er halt entsprechend ist er unter Druck, genau. Businesskunden mit Citrix-Serverfarmen, RDP etc. wollen, dass die Latenz sehr tief ist und dass der Link entsprechend immer verfügbar ist. Dann Gamers, die wollen keine Latenz und dann ist das Spielerlebnis besser. Voice-over-IP-User wollen natürlich kein Packet-Returns mit. Die wollen, dass Quality-of-Service ganz groß geschrieben wird, dass ihr Telefon-, Voice-over-IP-Gespräch ohne Aussetzer übertragen werden kann. Video ist auch klar, das ist ganz wahnsinnig viel Bandbreite. Wir reden über 1080p. Wenn ihr eure Handycams anschaut, an irgendwelchen Mobile-Devices, HTC und so weiter, die haben schon Full HD oder mindestens 720p Video, das sie aufnehmen können. Ihr ladet das hoch über das YouTube-App, das da halt drauf ist, und stellt es der Erde entsprechend zur Verfügung. Natürlich ist es immer nur noch Handycam-Qualität, aber es sind massive Datenmengen, die übertragen werden müssen. Auch klar, Live-TV ebenfalls sehr viel Bandbreite und man will ja nicht, dass das Bild stottert und so weiter. Dann muss er natürlich, entsprechend steht er immer so schön glasig da. Alles, was er tut in seinem Netzwerk, wird von seinen Mitbewerbern, von seinen Kollegen und Freunden und Kunden sofort wahrgenommen. Man sieht sofort, wenn eine Routing- oder Umrouting-Entscheidung, beispielsweise Traffic kam vorher in Hamburg rein und man tut jetzt aus Kapazitätsgründen das irgendwie umbauen nach Stuttgart, dann
Merkt das jeder, ihr stellt das fest, ihr müsst entsprechend, wenn ihr mit diesem Netzwerk zusammenarbeitet, eure Dinge auch umrouten, vielleicht habt ihr auch volle Links und so weiter. Die Heimbenutzer können Traceroute, mal mindestens solche auf dem Level wie wir, weil das kann ich auch noch knapp. Businesskunden eröffnen sofort ein Ticket und rufen an am Sonntagmorgen um 3 Uhr wegen irgendwelchen Packet los, weil sie ihr Backup nicht sauber durchbekommen. Der Peering-Koordinator ist oft in der Politik involviert, dass man halt politische Entscheidungen über seinem Kopf aus irgendwelchen finanziellen Überlegungen trifft, die natürlich gar nicht mit seinem Netzwerkplan zusammenpassen. Und es gibt vom Management ab und an lustige Entscheidungen, das weiß Freddy von mir, dass es die gibt, was Geld, Investitionen und so weiter anbelangt, wo man sich halt vorstellt, ich will dieses und dieses Produkt haben, um diesen und diesen Need zu erfüllen und es dann nicht bekommt und dann traurig ist und im Sandkasten eine Burg baut. Genau, dann haben wir auch schon tausendmal gesehen, das wiederholt sich ebenfalls bei jeder Präsentation, der Traffic wächst. In unserem Netzwerk ist es so, dass wir über die letzten 4 Jahre konstant 100% wachsen pro 12 Monate, also das Traffic-Volumen. Wir selber wachsen nicht so schnell, auch in den Köpfen nicht und manchmal, oder vor allem unter diesem starken Wachstum, stellen wir halt dann manchmal fest, dass es es halt auch einmal was schief geht. Wir sind alles nur Menschen. Alles nur Menschen. Das habe ich schon erwähnt. Der Peering Coordinator, das, was er tut, was er für Netzwerkentscheidungen, Routingentscheidungen und so weiter trifft, ist sofort ersichtlich. Dann gibt es noch Marketing, das Peering Coordinator beeinflusst, sprich doppelt so viel Bandbreite für XDSL-User per gestern. Und der Peering Coordinator sieht dann 2 Wochen nach seinem Urlaub, den er nicht verdient hat, das Mailing, das seit 2 Wochen doppelt so viel Bandbreite zum gleichen Preis vertickt wird. Und die Nutzer, also die Endbenutzer, die Eyeballs, die Residentials nutzen das natürlich sehr gerne. Ihr alle habt erlebt, was passiert, wenn ein nicht genannter deutscher Incumbent seine Bandbreite verdoppelt auf dem DSL-Netzwerk. Wir sind uns, glaube ich, einig, das trifft natürlich auch den Schweizer Incumbent. Es funktioniert einfach nicht, die Bandbreite wird nicht zur Verfügung gestellt, es ist nicht da oder nur aglo, also um große Ballungsgebiete herum, wenn es überhaupt funktioniert. Gut, dann haben wir noch ein paar Abhängigkeiten. Das Deployment geht üblicherweise zu langsam. Wenn ich Kapazitäten ausbauen muss aufgrund einer Business-Entscheidung, dann muss ich eine weitere Tengi-Quelle oder mehrere Tengi-Quellen bestellen, so erlebt im Zusammenhang mit unserer glücklichen Zusammenarbeit mit Akamai. Das geht Monate, obwohl es Wochen dauern sollte. Es funktioniert nicht, obwohl es funktionieren sollte. Es gibt Packet-Loss auf neuen Links, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann haben wir noch ein paar Sorgen mit Optiken und Linecards. Und ist da jemand von Flex Optics hier? Komm du mal her. Genau, und da geht halt auch mal irgendwann was schief, wir sind alles Menschen und die Produkte haben auch Dead-on Arrival und ja, da ist der Druck, dass man halt sofort mehr Bandbreite deployen sollte und die Abhängigkeiten der ganzen Zulieferanten, die das dann halt nicht einhalten können oder natürlich den typischen Vorwurf machen, ja, meines hätte es da früher sorgen können. Genau. Genau, das können auch, die Dinge können auch kaputt gehen. Da gibt es auch noch weitere Sorgen, Fibercuts und so weiter. Das ist auch schon passiert, üblicherweise im lateinamerikanischen Raum. Das ist nicht rassistisch gemeint, das ist einfach wahr. Und es gibt natürlich dann auch noch ein paar politische Aspekte in Ländern, die nicht so eine offene Politik, eine Demokratie haben. Wer Netze betreibt im vornehmlich arabischen Gebiet, weiß davon, viele Lieder zu singen, bin ich ganz sicher. Und es gibt Sorgen mit Peers, die nicht funktionieren. Wir alle kennen, und das möchte ich nennen, die Arroganz, die Coachen dann taglegt, wenn es um Depeering und Prepeering und so weiter geht, als Beispiel.
da gibt es auch noch andere Netze. Genau, die arme Sau. Gut. Wir managen Outbound-Traffic und ab diesem Moment gehe ich mehr so ein bisschen in den Vorlesemodus. Bitte helft mir, wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte, nehmt teil an dieser Vorlesung und versucht auch entsprechende Fragen zu beantworten, falls sie auftauchen. Genau. Für den Outbound-Traffic-Beeinflussung, also damit wir den Outbound-Traffic entsprechend beeinflussen können, denk bitte daran, wir nutzen in der Roadmap den Transit in dafür. Dann die BGP-Algorithmen, das sind diese 13 Algorithmen. Ich mache das im Schnellzug, weil ich habe das mal gelernt und ich habe mich die letzten 4 Tage ziemlich nervös gemacht, um das wieder zu verstehen und ich gebe auf und gebe es auch ehrlich zu. Genau. Gehen wir schnell durch, was wir halt brauchen entsprechend. Die BGP-Parameter, also das, was wir auf unseren Routern einstellen, betrifft eigentlich nur den Outbound-Traffic. Jeder Traffic, der von außen in unser Netzwerk reinkommt, kann nicht mit BGP-Konfiguration, BGP-Parametern beeinflusst werden. BGP-Parameter 1 ist Weight. Ist gefährlich, sagt Freddy, ich kenne die Begründung nicht dafür. Er streicht es und sagt, sollte man nicht benutzen, sei ziemlich gefährlich. Local Pref, das ist sehr ideal, um Transitrouten entsprechend auszuhandeln. Ein höherer Local Pref bedeutet, so verstehe ich es, eine höhere Priorisierung, wo das durchgeroutet wird. Es kann die Latenz beeinflussen. Dann Local Origin ist im Normalfall nicht wichtig. Wer Anycast betreibt, benutzt es. Shorter RS Path ist auf alle Fälle sehr wichtig und für uns mit nicht nur, aber mit das wichtigste Auswahlkriterium, wie wir den Traffic steuern. Der Origin Type ist für Hot Potato wichtig. Wir nutzen das ziemlich intensiv. Hot Potato bedeutet ganz kurz, dass ich ein Paket, das ich transportieren muss, möglichst kurz in meinem Netzwerk habe. Also kein Long Haul, wenn immer möglich, kein Transport, wenn immer möglich, möglichst da wieder rausschicken, wo ich es bekomme. Also beispielsweise D6 rein und dann nicht den günstigsten Link nutzen, der dann irgendwie über London und Warschau irgendwie in die Schweiz kommt, sondern halt den Link nutzen, der mir die wenigste Zeit kostet, um das Paket bei meinem Kunden in Zürich entsprechend abgeben zu können, als Beispiel. MED, Multi-Exit-Discriminator, ist sehr wichtig, vor allem wenn man halt sein Traffic oder den Traffic, den man kommt, in seinem Netz behalten möchte. eBGP before iBGP, nur nutzen, wenn man zwei vergleichbare oder sogar gleiche Router nutzt in seinem Netzwerk, zwei oder mehr. Lowest IGP Metric to the next hop, die OSPF-Cost, bitte lest euch schnell durch, ich kann es auch übersetzen, wenn ihr möchtet. Ja. Da ist ein Beispiel aufgeführt, wenn ich mit demselben AS an drei Orten peere, beispielsweise am D6, AM6 und links, und alle drei Verbindungen haben dieselbe AS-Path-Länge, kann ich damit auswählen, wo ich den Traffic priorisiert oder in erster Linie reinbekomme in mein Netzwerk. Ich kann damit auch ein bisschen steuern, dass wenn mir der Links in Amsterdam beispielsweise eher volllaufen, abends um 9, abends um 10,
dass ich dann halt sage, ja, im Normalfall sehe ich den bei AMSIX, aber in diesem Zeitfenster möchte ich ihn gerne am DZIX erhalten, den Traffic von diesem Peer. Multipath-enabled für uns nicht wichtig, weil wir uns nach wie vor als kleines Netzwerk betrachten. Und older eBGP Path Preferred wird von Freddy nicht empfohlen. Es hat einen Zusammenhang, wenn ein Peer beispielsweise für Wartung einen Link runternimmt, dass die Verbindung dann, eine alternative Bindung entsprechend unzuverlässig wird. Und 11, 12, 13, also lower Router ID, lower Cluster ID, lowest Neighbor Address, nutzen wir nicht. Für uns sind die wichtigsten BGP-Parameter, die wir nutzen, wo steht das? Ah, komme ich noch dazu, Entschuldigung. Das ist die komplette Zusammenfassung, das ist eigentlich alles, wie wir es machen, für wie wir unseren Outbound-Traffic beeinflussen. Es kommt nicht darauf an, ob das für ein Eyeball-Netzwerk ist, also für ein Netzwerk, das viel Inbound-Traffic hat, weil wir mit diesen BGP-Mechanismen sowieso nur den Outbound-Traffic beeinflussen können. Inbound-Traffic bedingt ein Verständnis, wie für den Inbound-Traffic ist es wichtig, dass man ein Verständnis entwickelt, wie Content-Netzwerke wie YouTube, Google und so weiter ihren Traffic zu uns schicken. Und wo und wie er in unser Netzwerk reinkommt und ankommt. Dann die Route-Map Transit-Out hat Einfluss auf unseren Inbound-Traffic. Es gibt ein schönes Beispiel. Beispiele haben so den Nachteil, dass sie ab und an nicht wirklich alles abdecken, was tatsächlich in einem Netzwerk passiert. Es ist auch ziemlich stark vereinfacht. Wir haben unser AS4, das sind wir. Wir beziehen Transit von AS2 und beziehen Transit von AS1, AS1 und AS2 peeren miteinander und wir sind ein Eyeball und AS3 ist ein Content-Netzwerk. AS3 peert mit AS1, kauft aber Transit von AS2, also wird AS3 den Traffic über AS1, weil billiger, versuchen in unser AS4 hineinzubekommen. Die Herausforderung in diesem Beispiel ist, dass der Link zwischen AS1 und AS4, also hier und hier, voll ist. Und der Link zwischen AS2 und AS4 hier ist leer. Das ist unsere Sicht. Und AS3, der Content-Anbieter, hat natürlich eine andere Sicht. Er möchte den Traffic dadurch schicken, weil es ihn weniger kostet. Genau. Der Traffic möchte hier durchfließen. Der Traffic möchte hier durchfließen. Wir wollen, dass er hier durchfließt. Genau. Erster Versuch. Peer mit AS3. Wäre klar. PNI beispielsweise, dann hat man das Problem gegessen. Da gibt es natürlich verschiedene Hindernisse, beispielsweise AS3 ist gar nicht im Land oder AS3 ist nicht an einem Exchange, wo ich auch bin und müsste entsprechend Long-Haul-Kapazitäten bauen, damit wir ein PNI machen könnten. Wir haben diese Herausforderung beispielsweise mit Türk Telekom, dass wir halt nach wie vor hin und her diskutieren, ja, wir machen ein PNI, wer bezahlt den Link nach Ankara? Kann nicht funktionieren, in unserem Beispiel funktioniert Peering nicht.
Dann kann man natürlich prependen. Wir prependen, also dass der Traffic vom AS1 nicht bei uns ankommt. Weil aber der Content-Anbieter das Peering bevorzugt und seinen Traffic physisch wirklich da rausschickt, können wir so lange prependen, wie wir wollen. Der Traffic wird so oder anders über AS1 bei uns ankommen. Das sind die entsprechenden detaillierten Informationen. Möchte ich euch vorenthalten, weil ich es einfach nicht so genau verstehe. Genau. Man kann mehr prependen, nützt nichts. Es ist nicht der richtige Ansatz. Man kann noch mehr prependen. Es wird genau gar nicht passieren. Ich schreie zu AS1, lass mich in Ruhe, aber der Traffic kommt halt von AS3 nach AS1. AS1 wird den Traffic so oder anders zu mir schicken. Wir erleben das ab und an. Es kommt durchaus vor, dass Peering Coordinator oder ihr Engineering Staff der Meinung ist, Prepending sei der richtige Weg. Es gibt einen Schweizer Incumbent, der das ziemlich intensiv betreibt. Ich hoffe, er ist nicht hier. Und wenn, dann stelle ich mich ihm. Genau. Probieren wir etwas anderes. Wir teilen unser Netz auf, das wir ins Internet propagieren, wie wir erreichbar sind. Also, wir nehmen unser /13/16 und teilen es entsprechend in kleinere routbare Objekte auf und propagieren diese halt dann nicht über AS1, sondern über AS2, um AS3 zu zwingen, den Traffic über AS2 zu uns zu schicken. Kann funktionieren, selbstverständlich, hat Einfluss auf die Redundanz. Also wenn der Link hier kaputt ist und ich propagiere nur hier raus, kommt da kein Traffic mehr, dann sind gewisse IP-Adressblöcke vom Internet her nicht mehr erreichbar zu mir. Es hat ebenfalls Einfluss auf die Routing-Tabelle. Wenn man einen großen IP-Adressblock aufteilt in viele kleine, füllt das meine BGP-Tabelle. Im Zusammenhang mit dem baldigen Ende von IPv4 werden wir das alle noch ganz intensiv erleben. Wir haben in unseren Core-Routern bereits 2 GB RAM und ziemlich viel CPU-Last deswegen. Das werden wir alle noch erleben, da werden wir noch große Freude dran haben. Ich denke, das größte Problem ist die Redundanz, die mir so flöten geht. Aber ich kann so meinen Traffic zwischen AS1 und AS2 von AS3 aufteilen. Und das spart, verursacht bei AS3 natürlich mehr Kosten, weil er hier bezahlt, spart mir aber schlechte Qualität und volle erspart mir schlechte Qualität und volle Links. Kann sie noch feiner aufteilen. Ja, das ist jetzt so immer weiter gespielt. Ich sehe das. Genau. Die Redundanz ist die größte Herausforderung. Die geht uns halt so flöten, wenn wir jetzt halt ganz viele Objekte entsprechend propagieren zu AS2, kann ich meinen Traffic vielleicht bis 50-50 aufteilen, wie bereits erwähnt. Aber die ich über AS2 propagiere, wenn der Link kaputt ist, kommt da gar nichts mehr an. Es wird halt nicht umgeschaltet entsprechend. Die Aggregation nennt sich das offensichtlich, wenn man das aufteilt. Wir versuchen das, wenn immer möglich, zu vermeiden. Einfach aus der Überlegung, dass wir unsere BGP-Tabellen nicht unnötig füllen müssen mit Informationen oder Routing-Vorgaben, die man, wie ganz eingangs erwähnt, mit einem einfachen Peering hätte erledigen können. Manchmal ist es halt nötig, vor allem aus politischen Überlegungen, wenn man halt mit jemandem quasi Internet streitet, diskutiert und ihn auch dazu bewegen und zwingen möchte, zu peeren entsprechend. Mhm.
Load Balancing haben wir hinbekommen. Für uns ist es keine Sorge, weil wir ja AS1 und AS2, also beide unsere Transit-Provider, bezahlen entsprechend. Aber irgendwann wird AS3 kommen, respektive sein Financer, und sagen, warum habe ich jetzt plötzlich eine höhere Rechnung von AS2 an mich. Der wiederum wird dann natürlich Maßnahmen ergreifen, um den Traffic trotzdem über AS1 zu uns zu schicken. Da gibt es bestimmt eine nette BGP-Konfiguration dafür. Freddy kennt die auf alle Fälle, er kennt die auch, dass dann halt AS3 den Traffic trotzdem über AS1 schickt und ich wieder am Verhungern bin, weil bei AS2 trotz meiner super guten Strategie nichts mehr reinkommt. So, Resultat. Der Content-Provider gewinnt in den meisten Fällen gegen, in Anführungszeichen, gegen den Eyeball-Provider. Als weitere Hilfe, als weitere Möglichkeiten bieten viele Transit-Provider Communities an. Und wenn ich das über Communities realisiere, dass ich meinen Transit-Provider mit entsprechenden Communities mitteile, was ich über welchen Pfad haben möchte, kann ich es von meiner Seite her quasi wiederum als Revanche kann ich dann entsprechend dem entsprechenden Content-Netzwerk mitteilen, dass ich noch einen Trumpf im Ärmel habe. Wie man BGP-Communities konfiguriert, könnt ihr gerne von mir erfahren, indem dass ich dann einfach Rolle spiele. Falls jemand von euch noch keine BGP-Communities im Betrieb hat, sprecht mich bitte an. Ich nehme es entsprechend entgegen und sorge dafür, dass ihr mit unseren Leuten kommunizieren könnt über dieses Thema. Das ist der Weg, wie es funktioniert mit den Communities. Wenn ihr einen Transit-Provider aussucht, den neu evaluiert, achtet bitte darauf, dass er BGP-Communities anbietet, weil ihr so wirklich gute Möglichkeiten habt, den Traffic von außen, von der Welt in euer Netzwerk zu beeinflussen, respektive zu steuern. Wie kann AS4 volle Links vermeiden? Wir stellen fest, Inbound Traffic Engineering ist kein einfacher Task. Es ist ein Kampf, weil ja, der Content Provider, der Traffic von außen zu mir hat, grundsätzlich mehr Möglichkeit hat, mit BGP den Verkehrsfluss zu beeinflussen als ich. Das einzige Mittel, um ungefähr gleich lange Lanzen zu erarbeiten, sind unseres Erachtens diese Communities. Wir haben sehr viel Zeit aufgewendet, es waren ungefähr 18 Monate und ich weiß auch, was es gekostet hat, bis wir das in unserem Netzwerk umgesetzt haben. Wir sind aber der Meinung, es hat sich gelohnt und entsprechend bewerben wir das auch weil es sehr teuer war. Gut. Dann vielleicht nochmal, um zurückzugehen, das Beste ist natürlich, dass man versucht, mit einem Netzwerk, das viel Traffic zu mir hat, oder mit einem Netzwerk, zu dem ich viel Traffic habe, versucht, ein P&I zu vereinbaren. Es gibt viele politische Hindernisse, vor allem mit Incumbents, die das halt dann nicht wollen. Und dann muss man dann halt schauen, dass dieser Incumbent vom entsprechenden Tier 1, wenn er dann einkauft, 95% einkauft und wir Average einkaufen, dann kann man zweimal der Glocke einen Kick geben, damit es da drüben ein bisschen mehr kostet. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso das viele Netzwerke nicht entsprechend peeren wollen, obwohl es unseres Erachtens günstiger ist. Ich denke, das war es so ungefähr von meiner Seite.
Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass man versucht, diesen Content Provider dazu zu bewegen, dass er entsprechende Caches in mein Netzwerk bringt. Da gibt es gute Lösungen von Google und von Akamai und von verschiedenen anderen Content-Anbietern, dass die halt den am meisten abgerufenen Inhalt von meinen Usern als Cache in mein Netzwerk stellt. Es hat einige Vorteile, was der Traffic-Fluss von Content Provider zu meinem Netzwerk anbelangt. Es hat aber auch den Nachteil, dass die Dinger ab und an nicht den richtigen Inhalt liefern und dann halt trotzdem der Content von der Waren sowas bezogen werden muss. Das war es ungefähr von meiner Seite her. Ich bitte nochmals um Verständnis, dass mein BGP-Know-how zu wenig gut ist. Ich hoffe, ihr konntet doch das eine oder andere mitnehmen. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, jetzt und auch den Rest des Tages. Danke fürs Zuhören. Kommt auf mich zu. Jo, sind noch Fragen, die ihr euch eventuell selbst beantworten müsst dann, aber... Okay, dann vielen Dank, Emanuel.